So. Ich fahre dann zu 187, ist das in Ordnung? Dann würde ich sagen, das Feld oder die Wiese, die ich jetzt gerade gegüllt habe, können wir ja noch mal eine Wachstumsstufe kommen lassen, oder? Jo. Tag vorgespult? Nein. Nee. Sieht schick aus am Pack. Ja. Es liegt natürlich am Truck selber, aber die werten das Ganze natürlich nochmal Ah. auf. Immer diese MB-Truck-Fanatiker. Eigentlich im Wasch der nachher mal das zeigen, was wir gefunden haben. Jo. Aber wir haben zwei neue Leute, die uns folgen auf Twitch. Oha. Und ich habe noch mal einen Abonnenten bei YouTube dazu gekriegt. Das war aber vorgestern irgendwie. Läuft. Du wirst Fame. Ja, ich habe heute noch mal ein bisschen Weichen gemacht. Da kamen dann zwei Leute online, oder insgesamt waren neun Leute dabei. Und zwei haben, wie sagt man das, sind mir jetzt gefolgt bei Twitch. Follower. Follower, ja. Meistens die so silberblauen Dingern unterwegs. Ja, hast gesehen, Kramer, was der Heni da geschrieben hat? Wie bitte, wer was? Der Heni. Nee, ich habe noch Der. nicht alles gelesen. So, die Karte braucht auf jeden Fall ein Update, aber er meinte, dass man den Spielstand quasi übernehmen kann. Man muss nur ein paar Sachen ändern im Savegen an sich. Okay. Also können wir quasi jetzt, wenn würde man sagen, wir spielen eine Saison durch und dann wechseln wir auf die neue Version, sofern sie denn da ist. Was hat das für Auswirkungen auf Features und so? Meinst du, wenn wir dann die Version wechseln? Keine. Geht weiter. Also wir müssen nur so eine Density-Datei auswechseln. Weil er halt noch an anderen Stellen Gras gelegt hat und so ein Kram. Okay. War ich hier überhaupt richtig, ey? Keine Ahnung. Das sieht doch gut aus. Ey, der Truck ist übrigens voll gut dabei, ne? 64, kein Problem. Ja, Kramer hat die Geschwindigkeitsbegrenzung rausgenommen im VCA. Ja, aber das hat doch eigentlich eher was damit zu tun, von wegen, wenn ich bergab oder so fahre, oder nicht? Ja, Auch was für jeden immer gut läuft. Mein Puma fährt auch die ganze Zeit 60. Also das ist ja so, ich habe ja in den Motorkurven, wo ich mache, gebe ich ihm ja nicht abrupt 0, sondern ich lasse es ja nach oben hin auslaufen. Und wenn du bei dem VCA die Begrenzung drin hast, dann stoppt er genau bei
der Drehzahl, wo du ihm sagst, da wird, was weiß ich, 2100 oder so. Und genau da stoppt er dann. Ja. Wenn du die Drehzahlbegrenzung rausnimmst, dann darf er da noch ein Stückchen weiter drehen. Aber ich denke, mit über 200 PS darf ein Truck auch 60 laufen. Ja, ich meine, gibt ja da, ich glaube, den offenen letzten Gang beim Truck, damit die so schnell fahren können, ne? Ja, ich meinte sowieso, ich hätte dir das letzte Mal, wo ich drin gehockt bin, habe ich dir das 8-Gang Unimog-Getriebe konfiguriert. Ich habe nur 7 drin, habe ich das gemacht oder was? Na, oder du bist dann wieder zurück, ich habe ja auf jeden Fall das 8-Gang drin. Mach mal das doch mal, probier ich das doch direkt mal aus. 8-Gang Unimog, wo ist es? Nee, MB-Truck 16, das ist. Aha. Haben wir überhaupt schon einen Ladewagen? Ja. Der hat den Fußball. Das hat an dieser Seitentüre. Hört sich einfach nur geil an, dieses Mähwerk, ey. Ja, ne? Absolut geil. So, Kramer, ich habe den Acker hier unten fertig, ne? Heide so auf. Hm? Dann wäre es am besten, wenn wir aus der eine Ölsaat drauf machen. Entweder Sonnenblumen oder Raps, was wollen wir machen? Ich finde Raps immer schöner.
Da hättest du auch noch die Möglichkeit, eventuell Stroh von zu machen, ne? Ja. Ich glaube, das haben wir sogar mit Kraft für Kraftstroh. Ja. Also Raps. Mit einem R. Jawohl. Also 13, 14 km/h kann ich ja locker fahren, ne? Mit den beiden Mähwerken. Ja. Muss ich auch noch machen, gell? Mach ich auch noch nicht dran. Oh, ich hab viel vor die nächsten 4 Tage. Aber ich finde die super, echt. Die Mähwerke? Find die auch geil. Wobei ich ja die vom Alpine DLC auch geil finde. Ja. Also gerade das Butterfly ist nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das Butterfly ja grundsätzlich nicht. Nee. Aber das ist nochmal irgendwie, weil es doch so gedrungen ist, irgendwie so gar nicht meins. Was? Gedrungen? Ja, das ist ja irgendwie so kurz. Es sieht zumindest so kurz aus. Auch Regen heute? Was willst du? Bei euch auch Regen heute? Ja, ja, zum Glück. Den ganzen Tag. Die Wiesen haben sich gefreut. Meine Rinder haben kaum was gesoffen, weil das Gras so nass war. Brauchten echt kein Wasser. Ah, sind noch alle da. Noch alle da, ja. Aber die haben auch keinen Weidedruck, so gut wie die Wiese jetzt schon steht, ey. Also ich habe mir vor 3 Wochen mir echt noch Gedanken gemacht, aber das ist so gut gekommen in den letzten Wochen. Die eine hat heute dann auch das erste Mal Brötchen aus der Hand gefressen. Wir nähern uns, ja, wir nähern uns. Geht aber schnell. Ja. Heute mit der Landwirtschaftskammer telefoniert. Hab jetzt all meine Prämien, meine ganzen Anträge eingereicht. Sollte auch alles klappen. Was bist du jetzt? Bist du jetzt quasi eine Art Kleinbauer, oder? Ich mach jetzt also offiziell mache ich jetzt Landwirtschaft im Nebenerwerb. Okay. Also ich habe auch ein eigenes Unternehmen jetzt. Alles eingetragen. Nur, dass ich im Prinzip keinen Gewinn erwirtschafte. Weil ich ja für meine Kühltruhe praktisch arbeite, was das angeht. Mhm. Klar, wenn ich jetzt ein überschüssiges Tier hätte, wovon ich aber nicht ausgehe, was ich verkaufen würde, klar, dann hätte ich irgendwie einen Gewinn, aber ansonsten habe ich eigentlich nur Ausgaben. Ist ja aber fürs Finanzamt ja nur gut. Ja, nichts haben ist gut und gar nichts haben ist besser. Ja. Jetzt auch jede Rechnung aufheben, so.
Mensch, das ist aber keine kleine Wiese hier, merke ich gerade. Ich glaube, wir haben nichts Kleines hier. Ja, ist echt so. Wenn ich jetzt sage, ich habe heute Nachmittag die Weichen gespielt, das ist ein bisschen was anderes. Da fährst du mit deinem kleinen Düngerstreuer dreimal hoch und runter und bist du fertig. Wollte mal kurz gucken, ob das so hier freigegeben ist, die Halle. Ja. Einfach einen Puma sprengen. Ja. Rätsel runterfahren. Bizarre, der Puma. Ist das diese Kartoffelhalle? Nein, die hat dir nicht hingepasst. Egal was ich gemacht hab, die hat nicht hingepasst. Da geht was rein. Da können wir dann auch den Dreschkasten und so drin parken. Ja, also hier, das hier sind die Kartoffeldinger, ne? Mhm. Jo. Ja. Genau, hier könnte man noch ein paar Ballen hinstellen hier hinten. Ich gerade sagen, das Ding eigentlich Licht. Lass uns auf jeden Fall ein paar Ballen machen. Action Light on. Ach, das ist außen. Hier ist auch noch ein Lichtschalter. Ja. Ah, so. Doch. Ja, ist an. Das hintere Tor ist direkt an einem Baum. Ja, da können wir nichts gegen machen. Müssen wir uns hier das Forstgebiet kaufen und uns hier durchfressen, Mensch. Was hast du? Was hat abgehackt? Sag, dann kann man da noch das Hackschnitzelkraftwerk hinsetzen. Ja. Ja, ist doch gut. Weg. So, optisch könnten hier noch ein, zwei Bäumchen hin, oder? Ja, wir haben die Bäume nicht drauf, glaube ich. Diese kaufbaren Dinger, weißt du? Ach, wir pflanzen dann welche, wenn wir hinten welche weggesägt haben. Ja, ich kann mir mal eine Baumsetzmaschine irgendwie mieten und dann hier mal ein paar Bäume hinsetzen, aber das mache ich später. Mache ich gerne im Winter. Genau. Winter, aber hier der Weg ist gut. Kartoffeln in die Kisten einpacken. Ja. Und eine Kartoffelwasser hinstellen. Finde ich auch, der Weg ist auch gut geworden. Ja. Hast du den komplett? Bis wohin hast du den gemacht? Bis zur Straße da nach oben. Ach cool. Ist so gut geworden. Müssen wir mal gucken, hier sind so irgendwie Terrain-Probleme drin. Teilweise setzt er hier den Weg, also setzt er das Kies nicht dahin. Da sind dann so stückchenweise Gras. Ich muss nochmal, wenn wir den Zimmer wieder neu gestattet haben, nochmal rübermalen, dann geht's wieder weg. Wieso? Ist doch nicht schlecht. Ja, mal gucken. Ich find's gut so. Gut, dann fahre ich jetzt mal. Also seid ihr einverstanden, dass wir auf die 164 Mais machen? Ja. Gut. Was haben wir auf 127 Kramer? Hafer. Schön. Dann müssen wir mal Hafer. Wir haben jetzt einmal. Hier unten kommt Raps drauf. Was machst du da oben? Ich mach Raps. Ah, okay. Auf der 76 also, kommt Raps. Ah, machen wir auf der 170 auch Raps oder wie? Das weiß ich nicht. Ja, mach doch nochmal irgendwie. Mach doch Ackergras drauf. Irgendwas, was die Fruchtfolge hergibt. Ja, dann müsst ihr mir sagen, was ihr vorher habt. Dann gucke ich mal gerade mal. Hier war vorher Ösaat. Ne, vorletzte Frucht Ösaat und dann letzte Frucht Gras. Warte ich mal kurz, vielleicht kann ich hier ein Jahr. Ösaat und dann Gras. Wäre am sinnigsten Mai nach Weizen oder Gerste, Roggen, Tritikale, Dinkel, Luzerne also wird gehen, Heide. Klee wird gehen, Ackergras wird gehen. Kommen wir überall bei 1,2 raus.
Das kann man aus Ackergras machen. Das ist eine und sehr coole Frucht. Haufen und Silage. Also kann man das auch zum Füttern benutzen? Ja, vor allem du kannst es dreschen. Hast dadurch Gewinn und das, was hinten aus dem Drescher rauskommt, die Schwatt, die kannst du als Silage nehmen. Ich habe das noch nie, das ist der Wahnsinn, habe ich noch nie benutzt, das Zeug. Ja, dann machen wir Ackergras. Ich denke mal, das ist, was ist das für eine Sämaschine? Was braucht das? Einzelkorn oder? Nee, die normale Rille. Ja, dann brauche ich da auch nicht grubbern. Also, jetzt mal nichts gegen Ackergras, aber würde das nicht mehr Sinn machen, wenn wir erst dann nochmal sowas Grasmäßiges anpflanzen, wenn wir aus der Wiese einen Acker gemacht haben? Weil sonst haben wir jetzt drei Wiesen und machen zusätzlich noch Ackergras. Ja, was wir noch gar nicht haben, ist Luzerne, Leute, ne? Luzerne oder Klee bräuchten wir eigentlich noch. Jo. Könnte man dort jeweils auch anpflanzen, würde den gleichen Ertrag bringen. Dann wäre das sinnvoller. Also Klee oder Luzerne sind wir auch bei 1,2 und brauchen wir halt auch noch. Ja, ist aber auch noch mit der normalen Sämaschine, ne? Ja, ja. Ja, dann hole ich mir jetzt einmal die Scheibenegge und mache dann die 164. Also die Legemaschine, was wir haben, keine Direktsaat? Die große für Mais? Hm? Nee, wenn du Mais Direktsaat machen willst, dann bist du bei 6 Metern auch schon bei 300 PS Mindestleistung. Das kann ich dir versprechen. Ach. Weil normalerweise, das ist halt das, was ich meinte, diese Maislegemaschinen, die sind richtig schwer, ne? Deswegen bist du da immer schon mit recht großem Gerät bei. Da steht zwar bei, ja, du brauchst nur 60 PS, aber dann kannst du dich darauf einstellen, dass du auf jeden Fall ein recht großes Gerät brauchst, ne? So, da muss man immer so ein bisschen... Kramer fährt auch gerne mit 2 km/h übers Feld. Ne, das hat ja nichts mit den km/h zu tun. In diesem Fall ist es bei mir einfach der Realismus, der reinkickt. Ja, weil ich gucke, mein Bruder fährt mit einer, was waren das, 7 Reihen, glaube ich, 7 Reihen Legemaschine, fährt er mit einem 6250R von John Deere, ne? Ja, ja. Das ist ja auch quasi schon so ein 724, ne, nicht mal ein 724, noch also größer. Ich habe letztens eine 936 Vario gehabt. Der hatte von Horsch die Einzelkornmaschine dran und davor noch eine Drille. Das Frontgewicht, was der hatte, war ordentlich ja. Also wuchtig, dieses ganze Ding im Ganzen, absolut wuchtig. 1,5 Tonnen hatte mein Bruder vorne dran, als ich mitgefahren bin. Mhm. Wenn ich mir denn jetzt mal angucke, was das Ding hier an Reihen hat, das sind ja 14 Reihen oder so. Ja. Guck mal kurz nach, weil das ist das, was mich an Giants so ein bisschen angekostet hat, als sie das Ding rausgebracht haben. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Reihen. Ja, also das Ding ist eigentlich viel zu groß für das, was wir hier fahren, aber da müssen wir nochmal gucken. Also eine richtige Alternative gibt es denn da auch nicht für. Wenn Hini das Update gebracht hat, ich will allgemein mal gucken, was die Maistextur nachher ist. Willi und Nico haben so eine ganz geile Textur für Mais. Ja, ich habe mir auch die drauf gemacht, wo die das Gras zwischen drin hat. Und ach, muss man die manuell rauf machen oder wie? Ja, also wenn deine Map keine eigene Texturen hat und sie aus dem Hauptspiel zieht, dann kann jeder seine eigene Textur draus machen. Also ich habe meine Texturen im Hauptspiel ausgetauscht. Ich habe immer das Gefühl, dass man dann Probleme bekommt. Nö, überhaupt nicht. Ich habe jetzt hier gerade einen unterirdischen Ding. Ja, ich auch. 40. Über 1000 teilweise. Nee, so hoch habe ich nicht. Ich habe 60 und 30. Jetzt habe ich 10. Ich hab noch nicht 10 gehabt. Wie geht denn das?
ewig noch gesucht, gell, nach so Felgen, weil mir diese Diskussion schon wieder auf den Zeiger geht eigentlich. Welche? Die Felgendiskussion. Oder habe ich abgeschaltet? Sag einfach mal nichts dazu jetzt hier. Ja. Und aber ich finde auch keine guten Fotos von der Originalen, ne? Hm. Ich habe en masse, da gibt's so unendlich viele gemachte, weißt du, als 3D-Modell. Hm. Er sagt das ja auch, ich glaube, dass da genau diese spezielle, diese eine, jene, welche, wo muss. Ja, keine Ahnung, das sind halt irgendwelche Felgen von dieser 10H-Gruppe da und ich weiß es nicht. Mich juckt das nicht, ich finde die Felgen hier nicht am schönsten, die jetzt draußen auf dem Puma, aber ich habe, also mir ist es jetzt auch zu blöd, da irgendwas anderes zu machen, weißt du, es ist einfach. Ja, Thema es gibt closed. Schlimmeres, es gibt Schlimmere, ja, genau, Thema closed, einfach. Außerdem habe ich andere Sachen zu tun gerade. By the way, Karma, ich habe ein Bewerbungsgespräch. Oh, cool. Als? Wo? Bei wem? Was? Am Freitag bei uns hier in Harburg. Fachinformatiker für Systemintegration. Oh, das hört sich der aber an. Irgendwie total krank. Was ist das? das sind die Leute, wo du hingehst und sagst, yo, ich möchte. Keine Ahnung, mach mal meine Infrastruktur in meinem, weißt du, was Server angeht und so einen ganzen Kram. Mach mal das und dafür bin ich dann zuständig quasi. Ja, und dann so als Ausbildung oder wie? Genau. Ja, cool. Wird auch langsam mal Zeit, aber mal gucken, ob das was wird, ne? Aber ich hab um 14.40 Uhr habe ich die Bewerbung abgeschickt heute und um 15.30 Uhr hat er gesagt, jo, Freitag Termin. Können ja, nicht viele sein. Es hat immer alles so seinen Grund, warum es so ist, wie es ist. Ich habe mir jetzt auch noch mein Zeugnis in der Lufthansa damit mit angeknüpft an meine PDFs. Mal gucken. Oh, das wäre sowieso dein Metier, oder? Ja, genau. Das ist doch geil. Vielleicht habe ich ja das Glück und ich finde danach irgendwie so eine Mischung aus Landwirtschaft und Computer. Ja, genau. Was würde ich in Russland bei den Millionenbauer bewerben? Jo. Meinst du? Wie heißt denn schon wieder, wo hier in Russland größte Milchwirtschaft aufgebaut hat. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ein Deutscher, ne? Ja. Genau. Gibt's doch von Landtechnik-Videos da diese Videoreihe über den. Ja, der geht dann mal ganz einfach hin und verkauft dann 10 fast nagelneue Rosselmasch-Drescher und kauft sich mal ganz locker flockig dafür 10 neue Klaas-Drescher, ne? 780er. Ja. Ich glaube, der bezahlt dann noch bar, so wie der auftritt, ey. Aber der, ich finde das schon cool, der hat so viele geile alte Fahrzeuge mit in seinem Bestand drin, ne? Also so Legenden, weißt du, so richtige Eisenschweine. Ja. Apropos, wenn du gerade Eisenschweine Legende sagst, hast du dir den MTZ nochmal angeschaut? Ja. Der ist ja gar nicht so schlampig. Der ist game ready tatsächlich. Ja, also ich hatte den gestern gar nicht so genau auf dem Schirm. Dann müsste man zwar hier und da auch nochmal ansetzen, aber im Großen und Ganzen. Mit dem Low Poly konnte ich jetzt nichts anfangen. Naja, Low Poly ist halt, naja, jeden Vertex, den du setzt, also man setzt da beim 3D-Modell, setzt man ja Vertex und Vertex und daraus erstellt man nachher quasi ein Mesh, ne? Also so ein das Modell. So. Und Low Poly Modelle sind einfach Modelle, wo diese Punkte, die du gesetzt hast, drastisch reduziert sind. Oder wo sie einfach sehr wenig da sind. Und meistens hast du halt meistens quasi ein Modell,
ein High-Poly-Modell, also ein Modell, was halt so gut wie es geht nach bestem Gewissen ausgebaut ist. Daraus machst du eine Normal-Map und dann reduzierst du quasi die Polygone-Anzahl von dem Modell, wie du es nachher haben willst. Und das ist dann das Low-Poly-Modell und du klatscht quasi die Normal-Map drauf, hast quasi, das ist halt schon ein Unterschied, aber du hast quasi den Effekt von diesem High-Poly-Modell, aber hast eine deutlich bessere Performance. Also dann wäre es ja noch viel weniger schlampig. Ja. Willis MB-Tracker ist 1,5 Millionen Polys. Hm. Und der Puma hier hat insgesamt 200.000. Hm. Und das, was wir uns herausgesucht haben, der Gerät hat 860.000 Polys. Also, ne, du weißt, was ich meine? Hm. 860.000 Polys, aber die Reifen sind mit einberechnet. Das heißt, ohne Reifen sind es vielleicht noch 600.000 Polys. Ist auch vollkommen okay für ein LS mittlerweile. Was muss ich denn